der Sagenwelt wird Geschmack verleiht. Nadja Beknick aus dem Treserberg macht aus Kräuter und Beeren vor Umgebung Likör und verbindet die mit Sagengeschichten. 2016 hat sie das Unternehmen Vikas gegründet und mit dem Eidgenoss ist schon der erste Schritt in die Schweizer Sagenwelt gemacht. Zwei Tage geht das sogenannte Kräuterweib selber in die Natur gesammelt. Die Pflanzenwelt hat sie schon immer fasziniert, darum hat sie die Ausbildung zur diplomierten Kräuterfachfrau absolviert. Die gelernte Friseurin schaut nicht nur auf äußere Werte. Warum haben sie einen geraden Wuchs? Warum sind sie gelb? Warum sind sie rot? Es geht alles ein bisschen tiefer. Und was ich auch sehr spannend finde, ist die Mythologie der Pflanzen. Dass man von früher noch weiß, dass die Leute damit zu tun haben, dort mal. Zum Beispiel Brennnesseln haben sie verwendet als Schutz vor Donner und Blitz, haben sie an der Stelle aufgehängt. Und ich finde es aber mega spannend. Und ja, für mich geht alles ein bisschen weiter, dass es nur als Kraut anzuschauen. Ist das Körbchen voll, wird zuerst mal aussortiert. Für das hat sich die Unternehmerin in ihrer Garage daheim eingerichtet. Sind die richtigen Zutaten ausgewählt, werden sie im Alkohol eingelegt. Dann braucht es monatelange Geduld, bis der Alkohol der Kräuter ihre Wirkstoffe entzogen hat. In dieser Zeit befasst sich Nadja mit der Saga und wählt die aus, die der Likör am besten widerspiegelt. Ihre Leidenschaft zum Beruf machen war aber nicht ganz einfach. Ja, also am Anfang in der Tat habe ich gesehen, ich habe einen Knall. Ja, und teilweise hat meine Familie jetzt nicht belächelt, aber so hat es Leute gegeben, wo man einfach gespürt hat, ja, was will die, was macht die überhaupt. Und mir war es selber eigentlich auch nicht ganz bewusst gewesen, was ich überhaupt da tue. Und ja, es ist jetzt einfach immer mehr gewachsen und ist grösser geworden. Vom Kräutersammeln bis zum Flaschenetikettieren geht es rund ein Jahr. Dann werden die Likör ausgeliefert und sind zum Ausschank bereit. 2 Deziliter vom regionalen Schnaps kosten 25 Franken. Kaufen kann Feinschmecker die über die Vikas Homepage oder auch in lokalen Geschäften wie der Hofkellerei zu Vaduz. Wir haben eigentlich den Kräuterlikör, die verschiedenen Kräuterliköre für den Nadi aufgenommen, weil wir wissen, dass es regional ist. Das liegt uns sehr am Herzen, dass wir in der Hofkellerei was Regionales haben. Und wir wissen, dass Nadia die Kräuter selber in Liechtenstein sammelt. Und da weiß man halt einfach auch, was in die Flasche reinkommt. Welche Zutaten aber genau in die Flasche legen kann, bleibt Nadias Geheimnis. Vor der Hofkellerei hat die Kräuterfachfrau auch schon bis zum Fürststufe geschafft. Er hat seinen ganz persönlichen Likör bekommen. Wer ich sage, zum diesjährigen Likör passt, ist noch nicht entschieden. Für es taucht das Kräuterweib nochmal in die Sagenwelt ein und lässt sich auch von schönen Aussichten noch inspirieren.